dieser Kälte und für die vielen Unterschriften, die in so kurzer Zeit zusammengekommen sind. Es ist ein ganz wichtiges Thema. Wir können mit der Energieeffizienzrichtlinie die restlichen Atomkraftwerke, die jetzt gerade noch am Netz sind, einfach wegsparen. Und trotzdem wird hier vom Wirtschaftsministerium wirklich massiv blockiert. Das ist eine Richtlinie, die Arbeitsplätze bringt in Deutschland, über 100.000, zusätzlich auch Wirtschaftswachstum bringen könnte in Deutschland. Und trotzdem wird sie eigens vom Wirtschaftsminister, der ja eigentlich ein Interesse daran haben sollte, verhindert. Und es ist eine Richtlinie, die wirklich hohe Energieeinsparungen bringt. Und wir müssen mit unserem Energieverbrauch ganz drastisch runter, damit wir eben auf dem langfristigen Pfad bleiben können, den Klimawandel abzuschwächen oder zu verhindern und auch unsere Energieunabhängigkeit zu sichern. Also wie gesagt, das ist eine ganz wichtige Sache. Herr Röttgen ist da nicht ganz so progressiv, wie wir uns zum Beispiel das Ganze wünschen würden, aber er hält bietet zumindest dem Wirtschaftsminister im Moment die Stirn. Und das ist wichtig, dass wir das jetzt auch weiter unterstützen. Und gerade ist die aktuelle Situation, wie Fritz Mieler das gerade auch gesagt hat, so, dass zumindest die Unterschriften dazu geführt haben, dass Röttgen sich nicht auf einen Kuhhandel eingelassen hat und sich nicht darauf eingelassen hat, jetzt von seinen Punkten loszulassen und Rösler nachgegeben hat. Und das ist im Moment zumindest schon auch mal ein wichtiger Teilerfolg. Hallo. Ja, wir möchten Ihnen 72.000 Unterschriften geben. Bürger, die sind in den letzten zwei Wochen hinter... Das ist aber ein unfreundliches Bild meines Kollegen. Das muss ja eigentlich mal zurückfallen. Ja, also 72.000 Bürger, die sich hinter die Forderung gestellt haben, dass die EU-Energie-Rechte umgesetzt wird, die zurzeit in der Debatte ist. Das ist natürlich eine Maßnahme, die als ein Beispiel. Ein Beispiel oder eben auch die Kapitalkredite. Die müssen durchgesetzt werden und ich glaube, wir sind uns einig, das Ganze ist eher Motor für Beschäftigung, die anderer Seite kommen und deswegen doch gut. Die Unterstützung für Sie, auch gerade die Interessen von mittelständischen Unternehmen, von Handwerksunternehmen, eigentlich an der CNC der FDP, aber so erwundern wir. Also ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr für Ihr Engagement in der Sache. So viele Unterschriften zusammen, 70.000, das zeigt eine enorme Unterstützung. Und das, was Sie sagen, dem stimme ich zu. Ich glaube, dass es eine wirkliche Chance ist, diese Energiewende, dass sie breit getragen wird, dass sie große Chancen beinhaltet. Man muss es allerdings auch richtig machen. Und das drückt aus, dass es ein Bürgerprojekt ist. Kein Projekt von oben nach unten, sondern es wird von unten gewollt getragen. Und darum herzlichen Dank. Ich nehme das gern an. Wie gesagt, das war so ist es. Aber davon abgesehen stimme ich Ihnen zu. Okay. Wir haben noch Zeit. Erneuerbare CO2-Reduzierung in Deutschland, aber bei der Energieeffizienz eigentlich ja die Nahtform von Energiepolitik. Müsste eigentlich ein Selbstläufer sein, ist aber nicht. Und darum muss man da was tun. Und die Ziele müssen klar sein und man muss auch geeignete Maßnahmen. Da darf es auch Flexibilität geben, was ist geeignet, aber es darf keine Ausreden geben. So ist es, genau. Darum geht es. Ihre Adressen sind hier drin bestimmt, oder? Genau. Damit ich auch weiß, mit wem ich hier gesprochen habe. Vielen Dank. Alles Gute. Danke sehr. Alles Gute. Kannst du noch einmal? Tschüss. Kannst du noch einmal zu uns? Ja.